Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Bunte Gamma Sturm Graz. Wir treffen am Sonntag in der 21. Runde der Admiral Bundesliga auf den WAC. Spielbeginn in der Merkur Arena ist um 17 Uhr. Aktuell sind rund 13.300 Tickets für dieses Spiel verkauft. Es gibt also noch einige Karten zu erwerben. Ganz anders unser Duell in der Conference League nächste Woche. Da sind wir so gut wie ausverkauft. Hier werden nur mehr Restkarten in den nächsten Tagen freigegeben. Jetzt aber vollen Fokus auf den WAC. Darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer bei mir begrüßen. Chris, der WAC kommt in Topform nach Graz, hat zuletzt auch den LASK auswärts geschlagen. Was erwartest du dir für ein Spiel am Sonntag? Dementsprechend der Spitzenspieler. Wie gesagt, wer den LASK auswärts besiegt, der muss in Topform sein. Davor eine starke Leistung gegen die WSG Tirol, auch gegen Rapid, dass sie zwar verloren haben, haben sie mir im Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ist eine top besetzte Mannschaft mit vielen jungen, hochtalentierten Spielern, die viel Dynamik haben, die spielerisch sehr, sehr stark sind. Wir sind auch gut besetzt, wir sind auch gut drauf. Von dem her erwarte ich mir ein absolutes Spitzenspiel. Eure Fragen bitte. Ja, es gibt das Mikro. Frage nach dem Personal. Zum Beginn natürlich. Wer ist fit zuletzt? Waren ein paar angeschlagen? Wie schaut es aus da diesbezüglich? Ja, wir haben noch einige angeschlagene Spieler. Ein Spieler ist auch leicht krank geworden jetzt. Greg ist gesperrt. Also von dem jetzt nicht so wie in den letzten Wochen, als wir nahezu immer aus dem Vollen schöpfen können. Aber wir haben noch zwei Tage. Wird man sehen, ob sich beim einen oder anderen dann doch noch ausgeht bis Sonntag. Positiv ist, Witt hat heute das komplette Training mitgemacht. Bei den anderen Spielern muss man einfach noch abwarten. Da kann man jetzt heute noch nicht zu 100% davon ausgehen, dass sie dann auch für Sonntag einsatzbereit sind. Sturm hält jetzt noch 20 Runden bei genau gleich vielen Punkten. Siegen, Unentschieden, Niederlagen, Torverhältnis wie im Vorjahr. Das ist ja mal eine sehr kuriose Statistik. Man kann es vorwegnehmen, die letzten zwei Begegnungen der Saison im letzten Jahr sind 3-1 und 2-0 für Sturm ausgegangen. Gutes Omen vielleicht. Wie vergleichst du aber die zwei Sachen? Wie kann man das einschätzen und wie kann man das einordnen? Spricht das auch für die Konstanz? Ich habe es gar nicht so am Schirm gehabt, habe das am Sonntag erstmalig mitgekriegt, dass das wirklich ident ist mit der letztjährigen Saison. Wir haben letztes Jahr schon einen sehr, sehr guten Grunddurchgang gespielt. Heuer haben wir natürlich auch, wie gesagt, es war dann der Herbst definitiv kein Selbstläufer, haben dort einfach ja schon immer wieder gegen Umständen anzukämpfen gehabt, die was dann auch nicht immer so leicht für uns zu verkraften waren. Es sind immer wieder Topspieler dann ausgefallen, uns nicht zur Verfügung gestanden. Wir haben trotzdem sind wir in der Meisterschaft dranbleiben, haben glaube ich einen sehr, sehr guten Punkteschnitt. Von dem her ist die heurige Saison genauso wie die letztjährige eine sehr, sehr gute, aber wir wollen immer im Moment bleiben, schauen, was im Moment zu verbessern ist, was wir im Moment noch besser machen können. Haben uns einfach auch aufgrund des Grunddurchgangs oder des Herbstes dann klare Ziele jetzt für die Wintervorbereitung gestellt und versucht, die jetzt im Februar umzusetzen. Und denke, sind in einigen Themen schon wieder deutlich weitergekommen. Von dem her ist, wie gesagt, ich habe die Tabelle, ich habe das Torverhältnis dann nicht immer so am Schirm. Es geht mir viel mehr dann um Inhalte, wie kommen wir in diesen Themen weiter, wie entwickeln wir uns dort. Das muss immer unser Anspruch sein, ständig bemüht sein, ständig zu evaluieren den Ist-Zustand und wo können wir einfach zulegen, wo können wir uns verbessern. Aber wir haben natürlich auch schon ein Niveau erreicht, das muss man einmal stabilisieren muss, das was man mal halten muss, ein Level, das man bestätigen muss. Wie gesagt, wir sind in drei Bewerben dabei, werden in drei Bewerben gefordert. Braucht man nur in anderen Mannschaften schauen. Das Europacup kostet natürlich Substanz, wird auch den einen oder anderen Punkt natürlich auch kosten. Aber wir wollen für diese Herausforderung bereit sein, intensiver Spielkalender. Den wollen wir einfach so bestreiten können, dass wir dort einfach auch all die Ziele, all die inhaltlichen Ziele, die wir uns stellen, auch dann erreichen können. Es ist für euch natürlich auch ein wichtiges Spiel, ihr könnt ja theoretisch auch die Tabellenführung übernehmen, aber für den WAC geht es ja wirklich auch um die Meistergruppe noch. Was macht denn den WAC eigentlich so gefährlich? Ja, der WAC, muss ich sagen, hat sich echt eine sehr, sehr gute Truppe zusammengestellt.
mit den einen oder anderen routinierten Spieler, der viel Erfahrung mitbringt, der diese jungen, großen Talente dann auch gut führen kann. Also von dem her sehr stimmige Kaderzusammenstellung. Auch ein Trainerteam, sehr gut kennen, richtig gutes Trainerteam. Und es klingt und wirkt alles sehr, sehr stimmig. Ich denke, diese Mannschaft hat noch lange nicht ihren Zenit erreicht. Die werden sicher eine richtig gute Entwicklung, so wie sie jetzt schon genommen haben. Das wird, denke ich, vor allem Kofi vom WRC wird auf Sicht ständig nach oben zeigen, wenn sie es schaffen, diese Truppe zusammenzuhalten. Bitte, Jörg. Ich darf auch vielleicht ein bisschen vertiefend als einer von vier Journalisten heute eine Frage zum WRC stellen. Welche Rolle in eurer Vorbereitung haben, und ich frage selten nach Einzelspielern des Gegners, trotzdem Boaci und Ballo gespielt, die zurzeit überragend, dieser Begriff, den man nicht zu oft verwenden darf, aber die schon richtig gut drauf sind. Absolut. Wie gesagt, ich finde die gesamte Mannschaftsleistung vom WRC schon, kann man mit einem Ausrufezeichen dann versetzen. Also, so präsentieren sie sich jetzt im Frühjahr. Die zwei sind einfach Schlüsselspieler, kann man Altunaschwili auch noch dazu nehmen. Und die Gianni, die wirklich im Mittelfeld einfach für Dominanz, für spielerische Glanzlichter sorgen, die viel Dynamik auch ausstrahlen, dann kommen von außen noch Jasic dazu, der immer wieder so in die Mitte mit reinschwimmt. Also schon eine Mannschaft, die auch spielerisch viel Qualität hat, die viel Wucht und Dynamik ausstrahlt. Richtig starker Gegner, wie gesagt, eine Mannschaft, die viel Entwicklungspotenzial hat. Wir wissen, was uns erwartet, welche Qualitäten die einzelnen Spieler haben. Aber der Fokus muss schon bei uns sein. Also wir haben genügend eigene Waffen eingesteckt, genügend eigene Qualitäten, um den Gegner dann auch zu entwaffnen. Chris, noch eine. Was hältst du von der Regelung, die es ja nicht immer gegeben hat, die es jetzt seit ganz kurzem gibt, dass ein Trainer nach 5 gelben Karten gesperrt sein kann? Oder gesperrt wird? War natürlich ein Riesenziel von mir, dass ich nicht der Erste bin. Der bist eh nicht. Ja, aber du hast die Chance, der Zweite zu werden. Ja, einen Monat lang im Winter darauf vorbereitet, ja nicht da der Erste zu sein. Ja, ist so. Ist einfach eine Regel und fertig. Aber es macht keinen Unterschied jetzt am Sonntag für dich. Du wirst gleich sein wie sonst. Ich bin ja schon seit gefühlt 10 Runden am Schleuderstuhl. Steuer sowieso ich. Gibt es noch Fragen? Bitte, Walter. Es gibt bei der Abwehr. Ins Mikro, bitte. Es gibt bei der Abwehr momentan eine Umfrage, eine Trudelbildung und blaue Karten. Da werden namhafte Trainer um ihre Meinung gebeten. Wie stehst du dazu, Chris? Jetzt gleich weiter in meinen Lieblingsthemen. Völliger Schwachsinn, blaue Karten. Also ich denke, mich stört es jetzt wirklich schon. Wie gesagt, das hat rote Karten für Trainer gegeben, in meinem Trainerteam schon, wenn du 2 Meter aus der Coachingzone gegangen bist. Ich muss ehrlich sagen, ich als neutraler Zuschauer switche ich, hast ja immer die Möglichkeit, dir mehrere Spiele anzuschauen. Wenn eine Mannschaft in Unterzahl kommt, dann switche ich weg. Interessiert mich dann nicht mehr das Spiel. Mich interessiert das Spiel, wenn es hin und her geht, wenn es wirklich im Gleichgewicht ist und eine Mannschaft oder auch spezielle Spieler schaffen, ein Spiel dann ins Ungleichgewicht zu bringen durch ihre Qualitäten. Im 11 gegen 10 ist meistens so, dass eine Mannschaft hinten reinbunkert und die anderen und das Spiel langsam macht und die andere Mannschaft versucht dann, irgendwie diese Mauer zu brechen. Ist jetzt als neutraler Zuschauer, als Trainer bist du natürlich mit über zur Unterzahlspiel konfrontiert, musst dir ja damit auseinandersetzen und da Strategien dafür überlegen. Ich glaube, wir haben 4 Unterzahlspiele gehabt heuer und lange Unterzahlspiele und haben noch kein Gegentor bekommen in Unterzahl. Da musst du schon sehr intensiv Gedanken machen, vor allem wenn es jetzt auch so leicht rote Karten gibt. Aber als neutraler Zuschauer ist das, was mich überhaupt nicht inspiriert, wenn da einfach so schnell eine zahlenmäßige Unterzahl dann entsteht.
denke, es gibt eh die gelbe Karten. Der Fußball ist gut geregelt. Der Fußball braucht man jetzt nicht künstlich immer wieder versuchen, dann irgendwas was zu verändern. Es gibt ein paar Themen, wo man, glaube ich, genauer hinschauen sollte, aber da jetzt noch blaue Karten einzuführen, finde ich überhaupt nicht gut. Finde ich trägt überhaupt nicht zur Verbesserung des Spiels bei. Macht das Spiel nicht interessanter. Aus meiner Sicht finde ich die Foulbeurteilung, wenn ich jetzt an Dirk Ité denke, Dos Santos von Altach, auch Robert Schul, die rote Karte, das ist, da rutscht er von hinten wer rein, du machst einen Schritt und du kannst der Spieler, wenn du das Spiel gefühlt hast, du kannst da nicht ausweichen und das gleich rote Karte, ich glaube, und das Spiel wird ein völlig anderes. Das Spiel wird dann massiv von außen verändert. Das ist, finde ich, als keine gute Entwicklung. Und klar, es gibt klare rote Karten, es gibt klare gelbe Karten. Ich glaube, das ist Stilmittel genug, um Rudelbildungen dann entgegenzuwirken. Wie gesagt, man diszipliniert uns Trainer. Und da muss man jetzt selbst auch an sich arbeiten. Aber ich glaube, es gibt genügend Maßnahmen, die man da ergreifen kann, um dann auch das Spiel dann auch zu regeln, das Spiel dann auch zu kontrollieren. Aber wir brauchen keine blauen Karten auf keinen Fall. Gibt es noch Fragen? Mikro bitte. Die beiden. Walter, immer noch ins Mikro bitte. Die beiden Herren im Sturm, Biret und einer, der den letzten Buchstaben ein A hat. Ja, wie heißt er? Zakaria oder Kamera. Oder ein G hat. Oder ein G, okay. Also wir haben schon Auswahl in der Offensive. Hast du dich schon entschieden? Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Wie gesagt, wir haben eine sehr energievolle Trainingswoche gehabt. Da haben wir gut für uns nützen können, konzentriert arbeiten, uns vorbereiten auf das WRC-Spiel, aber auch Schwung holen für die nächsten Aufgaben. Es geht ja mit WRC jetzt los am Sonntag, dann geht es wieder Schlag auf Schlag mit Lille, dann an den Donnerstagen dazwischen, dann nach Hartberg und dann geht es mit der Meistergruppe los. Also eine große Aufgabe noch vor der Länderspielpause und da haben wir uns jetzt in dieser Woche sehr gezielt darauf vorbereiten können. Und das haben sie auch über das letzte Monat einfach Spieler aufgedrängt. Der Kader zeigt, dass wir eine sehr gute Dichte haben, eine Ausgewogenheit drinnen haben und da werden wir auch nach dem morgigen Training dann nochmal mit meinem Trainerteam beraten, wie wir dann personell dann für das Spiel am Sonntag auflaufen. Bitte. Gibt es noch Fragen? Dann danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis Sonntag.